Hallihallo, liebe Kochfreunde! Hallo zusammen! Hankook Studio ist wieder geöffnet und heute haben wir wieder was richtig Leckeres für euch vorbereitet. Das heißt, würziges Schweinefilet machen wir heute mit gegarter Weißkohl. Auf Ungarisch gesagt. Fűszeres sertésszűz, párolt édeskáposztával és hagymás törbburgonyával. Genau. Also, schauen wir mal ganz kurz, was sind die Zutaten, was wir alles heute brauchen. Natürlich Schweinefilet, Weißkohl, Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch, Zucker, Essig und viele verschiedene Gewürze. Aber das werden wir euch gleich zeigen. Legen wir mal los. Also, Kochfreunde, Kartoffel haben wir jetzt geschält. Das werden wir kochen, weil das werden wir neben unser Fleisch essen als Beilage und werden wir noch natürlich Zwiebelbraten und das schön alles mischen, aber das zeigen wir euch später. Also erstmal Kartoffel klein schneiden, weich kochen und dann schauen wir weiter. Attention, Kochfreunde! Also, Kartoffel kocht und jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt unser Weißkohl. Das werde ich zeigen, wie ich das mache. Also, Tobi vorbereitet schon unser Schweinefilet. Und hier könnt ihr Schweinefett nehmen. Das lassen wir schmelzen. Größere Esslöffel reicht. Und wenn das heiß genug ist, kommt als allererstes Zucker rein. Weil wir brauchen ein bisschen Karamell. Heiß genug, dann nehme ich Zucker. Das ist natürlich je nach Geschmack. Genau, Kochfreunde, immer gut aufpassen, wenn das schon fängt an braun zu werden, wie jetzt zum Beispiel. Das heißt, unser Karamell ist fast fertig und jetzt können wir schon Zwiebel dazugeben. Das auch ganz kurz anbraten. So, Kochfreunde, jetzt geben wir bisschen Kümmel dazu. So, und jetzt ein paar Minuten, dann können wir schon Weißkohl dazugeben. Also, Kochfreunde, unser Weißkohl ist deutlich kleiner geworden. Jetzt brauchen wir das noch ein bisschen garen. Aber erstmal gebe ich ein kleines bisschen Essig dazu. Das auch je nach Geschmack. Das noch mal kurz umrühren. Machen wir noch Deckel drauf und lassen wir das schön weiter garen und dann schauen wir nach 10-15 Minuten noch mal drauf. Also, Kochfreunde, werden wir gleich unser Fleisch würzen und dazu brauchen wir von Knoblauch eine Creme machen. Also, Kochfreunde, machen wir unsere Marinade für unser Schweinefilet fertig. Da haben wir schon Knoblauch mit Salz, eine sogenannte Püree-Creme gemacht. Dann kommt noch Schweinefett rein. Das könnt ihr schmelzen lassen und das gebt ihr dann so dazu. Und geben wir natürlich noch Paprikapulver dazu. Größere Teelöffel oder auch gerne mit einem Esslöffel. Dann geben wir noch Pfeffer, je nach Geschmack. Und kommt noch ein kleines bisschen Kümmel rein. Das wird dann Tommy schön verrühren. Und kommt nachher unser Fleisch rein. Lassen wir circa eine Stunde alles im Kühlschrank liegen. Und nachher können wir schon alles anbraten.
Also, bis bald. Kochfreunde, es ist soweit. Unser gegarter Weißkohl ist jetzt fertig geworden. Könnt ihr anschauen. Richtig schön goldfarbig geworden. Ich habe dazwischen noch ein bisschen Wasser dazu gegeben, aber nur ein ganz kleines bisschen. Also, das ist schon mal fertig. Können wir gleich mit vorletzter Schritt anfangen und unser Schweinefilet anbraten. Aber bevor wir loslegen, erstmal ungarische Energie brauchen wir, Kochfreunde, genauso wie ihr. Also, Paninko Time! Also Kochfreunde, Pfanne habe ich schon vorbereitet, bisschen Schweinefett drin, schon heiß genug. Tommy wird Zwiebel vorbereiten, das brauchen wir nachher für unser Kartoffel. Und ich fange dann jetzt mit unser Fleisch an. Und das werde ich jetzt beide Seiten schön anbraten. Also beide Seiten circa 3 Minuten, damit das nicht so trocken wird. Riecht schon richtig, richtig gut. Also liebe Kochfreunde, unser Schweinefilet ist jetzt fertig geworden. Also letzter Schritt, Kartoffel fertig. Brauchen wir noch in unsere würzige Soße Zwiebel anbraten, bis auch schön goldfarbig wird, und das werden wir dann zu unser Kartoffel dazugeben, und dann können wir endlich unser Essen genießen. Also sehen wir uns gleich. So, Kochfreunde, Zwiebel ist jetzt auch fertig, Kartoffel auch fertig, also geben wir unsere gewürzte Zwiebel dazu. Ja, riecht richtig gut. Und braucht hier nur ein Gabel, und das werden wir dann schön mit unserer Kartoffel einfach so mischen. Und könnt ihr eure Kartoffel ein bisschen mit Gabel drücken, ein bisschen zerkleinern. So, das war's. Kartoffel ist jetzt auch fertig geworden, mit Zwiebel gemischt. Also bleibt nichts anderes übrig. Schauen wir unser Teller an. Bis gleich, Kochfreunde. Tada, Kochfreunde! Es ist soweit. Wir sind fertig mit unser würzige gebratene Schweinefilet. Daneben Kartoffel gemischt mit gebratene Zwiebel, und haben wir auch noch gegarter Weißkohl gemacht. Also richtig lecker, richtig würzig, einfach nur ungarisch. Lasst euch schmecken und nicht vergessen, jede Woche mit Hankook essen. Hoffentlich hat unser Video euch gefallen. Könnt ihr weiterhin teilen, liken, weiterempfehlen und gerne abonnieren. Wir freuen uns sehr drauf. Sehen wir uns nächste Woche, Kochfreunde. Guten Appetit. Tschüss. Ciao.